So, meine Freunde, und an dieser Stelle natürlich herzlich willkommen zurück bei unserer nächsten Folge von Let's Play Witcher 1, beziehungsweise unserer nächsten Aufnahmesession. Denn ich habe beim letzten Mal abgebrochen, einfach da ich mir klar sein musste, wo will ich denn überhaupt hin. Und zwar möchte ich nämlich zum Gasthaus. Zum Gasthaus wäre ganz schön, weil da nämlich Dinge passiert sind in der letzten Folge, beziehungsweise da müssen wir halt hin, weil wir jemanden stellen müssen. Aber ich bin heute in dieser Aufnahme nicht alleine. Heute begleitet mich ein guter alter Freund, und zwar der Herr Rosé Spätburgunder 2016, lieblich aus der sogenannten Pfalz. Es ist ein Wein, ein sehr guter Wein, der für 2,69 Euro zu kaufen ist. Und zwar ist sein Geschmack lieblich. Die Trinkempfehlung ist, dass es ein Schoppenwein ist. Spätburgunder und ja, Anbaugebiet Pfalz, das haben wir ja schon geklärt. Schwangere sollten keinen Alkohol trinken. Denn ich habe mir gedacht, ich genehmige mir jetzt einen Schluck, weil, Moment, ihr euch auch einen Schluck genehmigen sollt. Denn in dieser Folge geht es, noch erstmal wegstellen, hauptsächlich darum, dass wir nämlich der Schwester von Selina, der Schwester von der Alina, der Schwester von der Alina nämlich ganz klar machen, dass, ich bring nur Ärger, dass das natürlich überhaupt nicht abgeht, was sie denn da mit dem seltsamen Typen machen will. Und ich habe mir gedacht, was passt denn besser als Wine and Tears? Und ja, deswegen habe ich den heute einfach mal mitgenommen, denn ich, ganz ehrlich, als Mann, weißt du, du mischst dich normalerweise nie in die Geschäfte von Verliebten ein. Das ist nie gut. Also für dich schon mal gar nicht, aber für andere auch nicht gut. Aber ist jetzt ja vom Prinzip her egal, denn wir werden uns mit Julian und Selina treffen. Wann ziehen diese Elfen endlich weiter? Stören sie euch? Anderlinge machen Ärger. Die sind ganz ruhig und stören uns nicht. Sie schmieden Ränke. Sie behandeln ihre Verwundeten. Außerdem finden Reisende die Hitschlisten. Ach, halt's mal, wir reden jetzt erstmal mit Selina. Guten Morgen, Hexer. Guten Morgen. Seid gegrüßt. Ihr seht traurig aus. Meine Schwester heiratet einen Mann, den sie nicht einmal mag. Ich habe für die Hochzeit nichts anzuziehen, da unser Vater alles für die Mitgift seiner geliebten Tochter ausgibt. Außerdem ist es höllisch heiß. Aber sonst ist alles bestens. Ah ja, das war der nicht so gut an. Darf ich eine Frage stellen? Frag nicht nach dem Alter. Machen wir es erstmal. Ist eure Schwester, glücklich über die Hochzeit? Heiraten. Sie ist glücklich. Ich bin ruhig. Aber sie kümmert sich nicht um ihre kleine Schwester. Alina verdient nicht, glücklich zu sein. Oh, wie ich dieses Prinzesschen hasse. Jetzt hat sie Julian bezirzt, einen reichen Kaufmann aus der Stadt, und stolziert hochnäsig herum. Grämt euch nicht. Auch ihr findet einen guten Mann. Besser als Julian? Doch nicht. Ach je, ich leide für die Massen, Adam. Jämmerlich. Oder meint ihr gar den Eremiten? Verschont mich damit. Habt ihr Julians Verlobungsring für Alina gesehen? Der Diamant ist größer als ein Taubenei. Beruhigt euch wieder. Warum tretet ihr für sie ein? Gebt es zu, sie hat euch verzaubert. Ich hasse sie. Euch bekommt sie nicht. Ihr könnt mich sofort haben. Auf dem erstbesten Stein. Oh. Ihr müsst mir nur einen schöneren Ring geben als den, den Alina von Julian bekommen hat. Okay, Lebt wohl. Ja, ciao. Ach, wo rennt die denn jetzt hin? Ja. Erstmal natürlich denke ich, dass die Dame sehr, sehr materiell ist, beziehungsweise sie fuckt sich ja nur darüber ab, dass ihre Schwester einen reicheren Typen, der einen größeren Diamanten schicken kann, der mehr Geld hat. Also irgendwie scheint es mir bei ihr nicht um Liebe zu gehen. Also reden wir doch mal mit ihr, wie sie das findet. Ich möchte gern mit euch reden. Und nur mit euch. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal zum Haben wir noch einen Ring einstecken? Ich glaube was nicht. Gut, dann gehen wir mal zum Julian, beziehungsweise da ist ein Diamantring, aber die Frage ist, was ist besser als Diamanten? Rubine? Sind Rubine mehr wert als Diamanten? Oh, Rittersporn. Geralt, seid ihr das? Was? Wie geht es euch? Ich war vor 5 Minuten hier. Ich habe Alwin gefunden. Alwin? Moment, Triss wollte, dass ich etwas tue. Sie hat es mir eine Stunde lang eingebläut. Ah, genau.
Ich habe ein Demeritum-Amulett für ihn. Okay. Wettersporn, man kann sich wirklich nicht auf euch verlassen. Ist das so? Nun, da fällt mir wieder ein, ich hatte ein Päckchen für euch. Ein Päckchen? Ich weiß es nicht. Irgendetwas, aber vielleicht habe ich es ja verloren. Hört auf zu schmollen, Rittersporn. Was habt ihr für mich? Gut, ich habe einen Brief von eurer Liebsten. Shani, her damit. Oh, schön. Ja, dann lesen wir doch mal den Brief von Shani. Bericht des Professors, Brief von Shani. Geralt, ich habe mit Rittersporn geredet und von ihm euren Aufenthaltsort erfahren. Ich hielt es für eine gute Idee, ihn zu euch zu schicken. So ist er außer Hörweite der hiesigen Klatschbasen. Ich wollte auch, dass er diesen Brief zustellt und sich vielleicht ein wenig um euch kümmert. Ich bin wirklich sehr um euch besorgt und finde, jemand sollte euch zur Seite stehen. Rittersporn war der stets ein treuer Freund. Setzt euch bitte, ehe ihr weiterlest, denn etwas Schreckliches ist geschehen. Alwin ist verschwunden. Ich bin überzeugt, dass seine magischen Talente dafür verantwortlich sind. Er könnte sich in der Nähe des Flusses oder des Sees befinden. Denn als er bei mir lebte, ging er immer raus zum Deich. Bitte findet ihn, wo immer er auch ist. Ich weiß, ihr mögt den Jungen so sehr wie ich. In Wahrheit sind wir drei fast so etwas wie eine Familie. Und ich weiß, wenn eure Mission beendet ist, denn es werdet auch ihr besser verstehen, was ihr fühlt. Ihr werdet Alwin ein guter Vater. Sagt ihr schon, dass ich mir Sorgen um euch mache? Denn ich liebe euch und ich glaube, dass ihr mich genauso liebt und dass das alles ein gutes Ende nehmen wird. So, jetzt ist es heraus, obwohl ich doch nicht rührselig werden wollte. Ich weiß, dass ihr es nicht mögt. Was kann ich noch schreiben? Kommt nach Hause, so schnell es geht, meine Jungs. Ich warte auf euch. Shani. Oh. Das ist jetzt irgendwie... Okay. Geralt? Ja? Zeig mir deine Waren. Das ist halt die Siegelin der Stadtwache, den bestimmt nicht. Warte mal, wir können erstmal Balladen können wir verkaufen. Oh. Oh. Behalten wir erstmal. Jetzt ist die Frage, was ist besser als ein Diamantring? Goldener Diamantring. Geh einfach mal vom Preis aus. 200 Feature können wir uns eigentlich mal gönnen. Verkaufen wir das? Nehmen wir 200 den goldenen Diamantring mit. Und dann gehen wir gleich mal die Selina besuchen. So rum. Doch, genau. Aber erstmal, Julian. Wir müssen über Alwin reden, mein Freund. Geralt? Was du nicht sagst. Ich wollte nach Alwin fragen. Er braucht einen Vormund, der in Magie bewandert ist. Weder ich noch meine zukünftige Frau wären dieser Aufgabe gewachsen. Verstehe. Ihr solltet ihn zum Hexer ausbilden. Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Vorerst behalte ich ihn nur im Auge. Geralt? Okay, gut, also das ist jetzt... Lebt wohl. Das ist jetzt eigentlich nicht so was Schlimmes. Denn vom Prinzip, also wirklich nur, wenn man vom Prinzip her ausgeht, hat er ja eigentlich recht. Es ist normalerweise, es ist nichts Gutes, zum Hexer ausgebildet zu werden, beziehungsweise... Wo ist der Dorfbürgermeister? Im Dorf gibt's eine große Hütte, wo der Bürgermeister seine Zeit verbringt. Aber er wohnt in einer anderen großen Hütte, also... Okay. Ich finde sie schon. Gut. Wie kann ich euch helfen? Ich möchte mal an meine Sachen, bitte. Eine Sache noch. Ja? Denn ich muss mal ein bisschen was... nein. So, wir legen jetzt mal, diese Verträge legen wir jetzt einfach wieder hier rein. Die sind jetzt nicht so weit der Wild, dass wir die haben oder nicht haben. Denn wir machen sie ja trotzdem. Wir sind ja in unseren Questingen drin. Wir wissen ja genau, um was es geht. Vom Prinzip her, ging es mir jetzt eigentlich nur darum, dass ich sagen wollte, dass der Julian hat eigentlich nicht ganz so Unrecht. Das Problem mit Alwin ist eben nun mal, die Tatsache, dass er scheinbar vom älteren Blut ist und deswegen gewisse magische Fähigkeiten hat. Und vielleicht, sagen wir nicht jemand, der magisch bewandert ist, weil dann hätten wir ihm Triss geben müssen, was ich ja nicht habe. Ich habe ihn ja Shani gegeben, wegen liebevollem Aufwachsen und so. Aber, und das ist das Aber, das ich sage, an dieser Stelle sehen wir ja jetzt, was passiert, wenn wir den Jungen, jemanden vielleicht gegeben haben, der nicht auf ihn aufpassen kann. Shani eben. Er taucht plötzlich hier wieder auf. Die Frage ist, wäre er hier wieder aufgetaucht? Also wir suchen jetzt erstmal die Selina. Genau. Die wollte ja den Ring von uns.
Und nein, ich mache das nicht nur, um Sex mit der Dame zu haben, sondern einfach nur, um alles mitgenommen zu haben. Es schien mir eine Quest zu sein. Und es ist mir ein Anliegen, Quests zu machen. Ja? Ich hab da einen Stein für dich. Ich habe den Ring. Zeigt her. Er muss schöner sein als Alinas Verlobungsring. Das war jetzt der größte Ring, den ich gefunden habe, also... Das ist der Ring? Na gut. Ich zeige Alina, dass ich jeden Mann haben kann. Aber... Küsst mich. Na gut. Wenn du das möchtest. Vor allem diese Griggs, also diese komischen Viecher da rechts im Bild, also neben ihren Brüsten, schauen irgendwelche komischen Viecher aus der Wand raus. Also die Liebe zum Detail ist schon... Ja, gefällt mir. Wie unwahr, dass man Rache besser kalt genießen sollte. Warte, wir gehen jetzt einmal raus und gehen wieder rein, denn ich hoffe, wir können jetzt mit ihr reden. Vorher wollte sie ja nicht mit uns reden und ich hoffe, wir können jetzt mit ihr reden. Es wäre mir ein Anliegen, mit ihr zu reden. Ja. Ich hätte da gerne nochmal Sex. Nein, ich möchte gerne mit euch reden. Ich möchte gerne mit euch reden. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Okay, gut. Also wir durften Sex mit ihr haben. Wilden, heißen Sex, während Grixe zugeschaut... Okay, das geht mir ein bisschen zu weit. Aber auf jeden Fall hatten wir Sex mit ihr und, aber jetzt, ist sie nicht in Plauderstimmung? Seltsames Frauchen. So, Alina. Warum sucht ihr mich? Machen wir es mal so. Ne, doch, komm, machen wir es so. Wir sagen es ihr direkt. Ich habe Julian und Selina zusammen gesehen. Aber grämt euch nicht. Selina verzehrte sich nach Aufmerksamkeit. Julian schien jedoch wenig Interesse zu haben. Selina kann unerträglich sein, aber sie ändert sich gewiss, wenn sie heiratet. Und Julian liebt mich. Daran kann nichts etwas ändern. Ich wollte nur wissen, ob Julian wohl auf ist. Aber er soll nicht denken, ich würde mir Sorgen machen. Hab Dank, Hexer. Pah. Frauen. Warum so? Hat sich Alwin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so... Romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Weil ich fragen will, wo Alwin ist. Ich suche nach Alwin. Der Junge ist ein Wirbelwind. Er ist überall. Wenn er nicht im Dorf ist, geht zum Flussufer. Dort ist Alwin sehr gern. Danke. Okay, ich bin jetzt aber fast am Überlegen. Ich sollte mir eine Aufgabe suchen, bevor ich mich auch noch in Hochzeitsvorbereitungs irgendwas niederlasse. Also, Geralt ist schon nice. Ist schon richtig gut. So, wir müssen aber jetzt erstmal was zum Schlafen finden, denn ich habe gestern nach der Aufnahme nochmal drüber nachgedacht, über diesen Badeplatz der Najade, den wir gefunden haben. Und wenn... Ich bin interessant, ich weiß. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte das den Hintergrund... Weil nämlich die Najade war, glaube ich, die Nixe, die Nymphe, die uns sagte, dass Ertrunken an ihrem komischen Platz rumsputen. Also theoretisch, gehen wir jetzt bis nachts schlafen, dann gehen wir davor. Ja. Und befreien den Badeplatz. Und dazwischen, neue Talente erworben, das freut mich aber gar sehr. 2 Kupfer, 2 Silber. Gehen wir mal. Intelligence. Ermöglicht Geralt das Ritual der Macht an Orten, der Macht. Das Ritual der Reinigung an Orten der Macht durchzuführen. Machen wir es mal das, keine Ahnung, was ist. Zutaten. Erhöht die Chance, Zutaten aus Kräutern und besiegten Gegnern um. Ja, gut. Zeichen, Basisintensität. Ich weiß nicht. Blutenresistenz ist jetzt auch nicht unbedingt so. Niederschlag, ja. Ich weiß nicht, ob mich das irgendwie interessiert. Angreifen, Blutzorn und Finte. Das klingt doch... Also das hier klingt doch eigentlich ganz nett.
Sonst haben wir noch ein Silbertalent. Pfeil ab. Ja, gut, machen wir es mal. Mal gucken, was es uns bringt. So, und jetzt können wir aber wieder rumexperimentieren. Und zwar würde ich gerne Geisteröl brauen, aber wir tauschen Ghoulblut, also wir machen Ghoulblut da rein. Machen hier das da rein. Und die Gorgon, nein, und das hier. Genau, und jetzt gucken wir mal, was bei rauskommt. Ja, okay, cool. Insektoidenöl verwenden, also machen wir einfach mal. So, und stattdessen machen wir die Gravei-Knochen rein. Machen die Monstrositäten-Dingsbums. Quatsch, das war jetzt auch scheiße. So, guck mal, was dabei rauskommt. Schwalbe. Schwalbe ist immer gut. Weide? Nein. Okay, fuck, ich habe irgendwas aus Versehen gemacht. Drachentraum. Bombe. Und stattdessen ballen wir Bindekraut da rein. Machen das da rein. Und gucken, was dabei rumkommt. Ja, ich will einfach mal ein bisschen rumexperimentieren mal wieder. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Das flaxt mich eigentlich auch manchmal so ein bisschen. Weil wir möchten natürlich irgendwie so ein bisschen Sachen herausfinden. Aber halt doch nicht zu verschlingert sehen, die würde ich mir gerne auf. Schattenstaub. Hallo? Kimonglau. Machen wir mal das. So. Und einmal das ausgetauscht. Mal gucken, was passiert. Und wir mieten. Ich spaß hier. Okay, gut. Benutzen wir erst das ganze Zeug und dann meditieren wir mal. Beziehungsweise dann schlafen wir länger. Weil wir haben jetzt ja praktisch das ganze Zeug und wer weiß, was das für komische Auswirkungen auf uns hat. Unbekannter Überzug. Nutzloses Fett. Also etwas, das überhaupt nichts bringt, ja? Nee, okay, gut. Hätte ja trotzdem sein können. Maribor. Unbekannter Trank. Ich wette mit dir, aber da passiert nicht viel. Das will ich doch gar nicht. So. Schmerz. Okay. Der Trank war scheinbar für den Arsch. Insektoidenöl. Wolf, Petrus Hunde, Gessel, Weide, Henkesserien, Diamantstaub, Wolverine, unbekannte Bombe. Hat es irgendwas gebracht? Ach, die. Aus der unbekannten Bombe wurde. Echt jetzt? Königin, Königin. Schwalbe. Brot, Tussorot, unbekannter Trank. Das schmeckt schrecklich. Hoffen wir, dass es mehr bringt als nur frischen Atem. Ernsthaft? König und Königin. König und Königin. Ich hab die gleiche. Ich hab die gleiche Bombe gebastelt. Schön. Okay, er ist hart betrunken. wir haben scheinbar gelernt, wie man Parfüm herstellen kann, das sein? Echt jetzt? Kann verdammtes Parfüm herstellen? Parfüm, ja. Okay, ich habe Parfüm erfunden. Gut, schön. Ja. Ich muss ein bisschen schlafen. Aber finde ich auch geil gemacht, dass Parfüm einen betrunken macht. Das stimmt sogar. Weil Parfüm im Endeffekt, glaube ich, auch nur Alkohol ist. Und deswegen ist das nicht mal so weit hergeholt jetzt. Aber egal. Bis zur Nacht meditieren. So, und dann geht es natürlich für uns in erster Linie die ganzen Questen abklappern. Da haben wir nämlich ein paar. Und zwar, wir gucken mal, welche Quests wir jetzt in der Nähe haben. Das sehe ich irgendwo. Ich muss die Ertrunkenen auf der Schwarzinsel und am Flussbett töten. Bevor ich sie für deren Anführer gegenringen kann. Okay, gut. Keine Ahnung, wo das ist. Der Alpvertrag. Ich muss 5 Alpzähne für den Dorfbus. Frage ist, eigentlich muss ich Alps im Bistinarium haben. Gucken wir doch mal, ob wir überhaupt was über Alps wissen. Nein. Gut. Also müssen wir irgendwo jemanden finden, der uns was über Alps sagen kann. Basilisken. Haben wir Basilisken? Basilisken kennen wir. Wie sehen die denn aus? Achso, das sind auch solche.
Naja, im Endeffekt weiß man natürlich auch nicht, auf was man sich da immer einlässt. Der Elfenhandwerker zieht ihn Exoskelett an. Verschlingeauftrag. Ja gut, das wissen wir. Vivenaya ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Ein Würfelspiel. Ich frage mich, ob es einen besseren Spieler als mich gibt, der alle Male. Beim Friedhof in den Sümpfen. Okay, bald kommen wir also auf die Jagd auf die Williab. Ich kann die anderen Erscheinungen zerstören. Okay. Kleine Drangsale. Persönlichkeit. Täglich Brot. Genau. Versuchung. Ich muss den Fällingen einen neuen Handvoll Fungeljobs. Okay, das ist mittags. Okay, gut.